4 Minuten, hast du jetzt noch Zeit? Perfekt, ich bin soweit fertig. Um noch irgendwas zu machen, um was zu trinken, auf Toilette zu gehen? Ach, da habe ich ja zwischendrin noch Zeit. Ja, weil ich glaube, auf deinem Hocker hast du da eine Toilette integriert? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Das wird nicht verraten. So, Olli hat gesagt, ich muss unbedingt da oben diesen Pilz noch auf Kamera raufkriegen, weil ich ja so ein schöner Naturfilmer bin. Das mache ich jetzt auch. Ja, guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu der nächsten OSA in Mission. Ja, heute mit dem Olli am Start. Genau, heute geht's wieder los, Chris. Olli, es hat lange gedauert. Es hat lange gedauert, ja. Richtig. Kannst du dich noch daran erinnern, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ja, auf der Messe. Stimmt. Ja, auf der Messe. Stimmt, ich habe jetzt noch unser Video mit dem Pokal im Kopf. Auf der Messe in Frankfurt, ja, das letzte Mal. Richtig. Ja, heute sind wir Wasser, heute wird geangelt und heute haben wir auch eine Mission vor uns, Olli. Ja, welche denn? Erstmal ist es ein kleiner Wettkampf zwischen uns beiden. Okay. Ja, wir wollen heute erstmal Friedfisch angeln und wir wollen so viele verschiedene Fischarten wie möglich fangen und vor allen Dingen auch große. Okay. Ja. Ich habe mir so ein kleines Punktesystem ausgeklügelt. Das heißt, jede Fischart bringt einen Punkt. Okay. Und der größte jeder Fischart bringt einen Punkt. Das ist spannend, ja. Aber du weißt, die letzten Male hast du immer nicht so gut ausgesehen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und wenn ich mir den Hintergrund schon wieder hier angucke, hier, was du so aufgebaut hast. Ja, ich habe heute mal ein bisschen aufgerüstet. Ja, ja. Es ist auch ein bisschen windig heute. Aber werden wir mal probieren, ob was kommt, ne? So ist es, genau. Olli, was kann man denn hier erwarten? Was meinst du? Also vom Prinzip ist alles drin. Von Aal bis Zander kannst du alles fangen. Okay. Aber es ist spannend und wir müssen gucken. Also das Wetter geht ja nun mal ein bisschen hin und her momentan und wir werden sehen, ob die Fische Lust haben oder nicht. Richtig. Also wo wir hier angekommen sind, habe ich schon mal Rotfedern gesehen. Ich denke mal, Rotfedern sollte auf alle Fälle gehen. Vielleicht ja. Auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Genau. Ja. Haben wir heute dann irgendein System, wie wir angeln müssen oder? Nö. Also ich würde sagen, wir machen erstmal mit einer Route. Okay. Oder wir starten erstmal mit einer Route, ja. Weil es doch ganz schön windig ist. Und dann schauen wir einfach mal. Okay. Dynamit, kann ich benutzen? Darfst du. Yes! Endlich kann ich es mal nehmen. So, Olli wird jetzt erstmal das Futter anmischen. Genau. Ja, das zeigen wir euch natürlich jetzt. Und dann würde ich sagen, baue ich mein Zeug auf. Du bist schon fertig soweit. Genau. Und dann geht's los. Dann geht's los. Auf geht's weiter. Alles klar. Viel Spaß. Das erinnert mich so ein bisschen an unser letztes Schleienvideo. Naja, vielleicht wird es ja das nächste Schleienvideo. Möglich. Mal gucken. So, und dann habe ich hier so einen schönen Quirl bei. Mal kicken. Schweres Gerät. Ja, ja. Der Vorteil ist, wenn man es halt quirlt mit einem Quirl, muss man es nicht zwingend durch ein Sieb drücken. Und wir wollen heute eine fluffige Konsistenz haben beim Fiedern. Dadurch wird es schön locker durchgeschlagen und hat meiner Erfahrung nach wirklich sich sehr gut bewährt, wenn man das so macht. Jetzt gehe ich erstmal trocken durch kurz und dann kommt nach und nach Wasser rein und dann wird es angerührt. Freunde des Angelsports, ich bin jetzt fertig mit dem Aufbauen. Das heißt, wir können gleich starten. Ja, ich habe jetzt eine Fiederroute hier, 3 Meter lang. Die ist die Okuma Seima. Fische ich ja schon seit einer ganzen Weile, bin sehr zufrieden damit. Ja, als Rolle verwende ich die Okuma ES6K, auch ein sehr schickes Teil. Ja, ihr seht da auch, Fiederkorb ist schon dran, 30 Gramm. Olli hat gesagt, mehr brauche ich hier nicht, also vertraue ich ihn einfach mal. So, Futter ist angemixt, Köder stehen alle bereit. So, und jetzt wollen wir mal kurz nochmal zum Olli gehen. Der stellt euch natürlich auch nochmal sein Tackle vor. Ja, ich fiede mit einer 3,30 Meter Rute, 90 Gramm Wurfgewicht, also normale Tackle für den normalen See. Mit einer kleinen 4000er Rolle dran. Der Chris hat ja eine etwas größere Rolle dran, der will große Fische fangen. Ich will auch kleine, große Fische kleine fangen. Ne? Genau, ich will auch große Fische fangen und das kann man damit auch. Man hat natürlich bei einer großen Rolle den Vorteil, dass man eine bessere Wurfweite erzielen kann, weil die Schnur besser runterfliegt beim Wurf. Aber nichtsdestotrotz, gute Tackle für einen See, was jetzt nicht so mega teuer sein muss. Ja, steht hier vorne erstmal ein kleiner Hecht im Wasser. Wahnsinn. Absolut. Also so einen kleinen habe ich auch noch nie gesehen. Ja, aber ich würde mal meinen, der könnte jetzt, ist ja schon von dieses Jahr, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie schnell die wachsen im Jungstadium, muss ich ehrlich sein. Mhm. Aber ich denke mal von letztes Jahr auf jeden Fall. So Freunde, wir sind jetzt beide fertig. Alles ist aufgebaut, alles ist einsatzbereit. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut, Olli. 9:56 Uhr.
Okay, also um 10 Uhr Start. Richtig. 4 Minuten hast du jetzt noch Zeit? Perfekt, ich bin soweit fertig. Um noch irgendwas zu machen, um was zu trinken, auf Toilette zu gehen? Ach, da habe ich zwischendrin noch Zeit. Aber ich glaube, auf deinem Hocker hast du da eine Toilette integriert? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Das wird nicht verraten. Wenn ich die Klappe hochmache, ist alles möglich. Okay. Gut, jetzt sind es bloß noch 3 Minuten. Genau. Und dann ist scharfer Start. Alles klar, na denn. Leute, ich bin richtig gespannt, was heute geht. Ich auch. Leute, der erste Fisch hat gebissen. Da habt ihr ein kleines Rotauge. Müssen wir natürlich messen, weil wir haben einen harten Wettkampf jetzt hier. Ja, schon mal ein guter Start. So Leute, 21 cm. Damit ist der Start erstmal geglückt. So Olli, nur nochmal für die Zuschauer. Das heißt, der erste Fisch ist gefangen? Der erste Fisch, nennen wir es mal gefangen, ja. Richtig. Ein Punkt für die Art und ein Punkt, weil ich ja nun mal den größten jetzt bis jetzt habe. Absolut, ja. Also steht es jetzt aktuell 2-0. Ja, jetzt muss ich mich ranhalten. Jetzt musst du Gas geben. Auf jeden Fall, wird nicht einfach. So Leute, der nächste Fisch im Drill. Na gut, Drill kann man es nicht nennen. Aber es wird wahrscheinlich wieder eine Plötze sein. Jo. Und so ist es. Ollis Adlerauge hat schon gesagt, die wird größer sein. Na schauen wir mal. So Leute, stattliche 23 cm. Damit ist das Rotauge größer, es bleibt aber bei 2-0. So Freunde, nächster Fisch im Drill. Drückt mal die Daumen, dass es ein anderer Fischart ist. Aber ich glaube, es ist wieder eine Plötze. Ja. So, Nummer 3, die ist definitiv nicht größer. Tja, es bleibt bei 2-0. Ja, Zwischenfazit sieht so aus, dass ich jetzt mal umbaue. Weil ich habe auf meiner Distanz, wie ich jetzt komme mit meinem 20 Gramm Körbchen, wirklich nur Laub drin. Das ist richtig blöd. Dadurch finden die Fische den Köder nicht. Deswegen werde ich jetzt mal auf 50 Gramm umrüsten und dann voll mit Futter. Sollte ich eigentlich vielleicht ein Stück weiterkommen. Hoffe ich. Der Wind hat sich zumindest gedreht von vorne, also bremst noch mehr. Abwarten und ausprobieren. Aber das ist halt geil mit diesen Inline-Körben. Ne? Man hat keine Verwicklung mehr. Das ist das Schöne. Du nochmal ganz kurz, wie steht's nochmal? Ich weiß es ja nicht genau. Also ich habe auf jeden Fall 0 Punkte, das weiß ich bisher. Aber nicht so schlimm. Ich hab hoffentlich noch ein paar Tricks, die man anwenden kann. Aber jetzt muss ich erstmal basteln. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Also für Chris Zeit, Fisch zu fangen. So Leute, ich verlasse jetzt mal meinen Angelplatz hier und versuche jetzt mal da hinten eine Rotfeder zu fangen. So, bin ja mal gespannt. Ich sag, ich werde gewinnen heute. Also ein Rotauge ist jetzt quasi schon eingenetzt, 23 cm. Demnach habe ich jetzt, wie gesagt, immer noch 2 Punkte. Ein Punkt für die Größe und ein Punkt für die Art. Also es steht 2-0. Und jetzt versuche ich einfach mal eine Rotfeder nachzulegen. Ja, momentan läuft es sehr, sehr schleppend bei uns. Na, mal schauen. So, Fakt ist eins, die Rotfedern sind auf alle Fälle noch da. Schon mal ein sehr gutes Zeichen. So Leute, gucken wir mal, ob es klappt. So, wir haben ja gesagt, eine Rute. Ich habe jetzt die Fiederrute rausgenommen. Habe jetzt eine Posenrute hier. Eine etwas zu große Pose, keine Frage. Aber ich habe jetzt keine Lust, die umzubauen. So, beködert mit 2 Mahnen. So, und im Hintergrund, wie gesagt, sind ja die Rotfedern hier aktiv. So, dann wollen wir mal schauen, Leute. So, hat gar nicht lange gedauert. Da haben wir die zweite Fischart. So Leute, 14 cm. Demnach Punkt 3 und 4. Olli, es gibt Nachrichten. Na, hau raus. Rotfeder. Also ich habe die nicht gesehen, dann zählt sie nicht. Oh. Ah. Zum Glück habe ich alles auf Kamera. Scheiße. Und ich habe wahrscheinlich einen Hybrid gefangen. Also ich würde sagen, eine Kreuzung zwischen Ukelei und Rotauge, da kannst du nochmal rüber gucken. Ich gucke nochmal nach. Na, ja. Habe ich auch nicht gemessen, das wäre dann sozusagen der Bonusfisch am Ende. Ah, das wäre jetzt auch so ein Hybrid fangen. Tja. Da wissen wir nicht, wer größer war. Richtig. Aber erstmal was fangen. So Freunde, nach langer Zeit wieder mal ein Fisch. Ein etwas besseres Rotauge. Ja, den müssen wir natürlich mal messen jetzt. Der hat bestimmt ein bisschen mehr als 23 cm. So, der Fisch ist nicht größer, der hat plus 22. Also 1 cm kleiner.
Aber ein sehr markanter Fisch, wie ihr gerade seht. Der hat schon ein bisschen was abbekommen vorne am Maul. Ist auch ein bisschen schwer mit Film heute, sind wir ganz ehrlich. Also der Wind ist sehr, sehr belastend. Ihr seht im Hintergrund auch den Olli, immer noch hoch konzentriert. Olli, wir haben noch Zeit. Also motiviert sieht anders aus. Ich bin konzentriert. Sehr gut, Konzentration ist wichtig. Ja Leute, nur Rotaugen, nur Rotfedern. Wir haben jetzt sogar schon mal Würmer reingemacht. Selbst die haben nichts anderes gebracht. Tja, ihr habt einfach noch nicht die Daumen gedrückt. Drückt doch mal die Daumen. So, der nächste Fisch. Leider kein Riese. Barsch. So. Olli wird irre. Ich freue mich über den Barsch. Dritte Fischart. Tja, die Male bringt's. Dementsprechend Punkt Nummer 5 und 6. So, der Barsch hat knapp über 15 cm, also 15. Ja, dritte Fischart. Ja, endlich Fisch. Der zweite heute. Den ersten hat der Chris nicht gefilmt. Das ist richtig. Aber der ist auch größer hier, definitiv. Den müssen wir messen. Ja, definitiv, machen wir. So Leute, Ollis Plötze hat hier 22 cm. Also nicht größer wie meine. So, ihr habt es gerade gesehen, Ollis Rotauge hat jetzt 22 cm gehabt, also 1 cm kleiner. Demnach hat er jetzt einen Punkt. Ja, endlich ein Punkt. Offiziell auch gesehen für euch. Ne? Ja, leider nicht ganz die Größe wie Chris seine. Aber mal gucken, ich gebe noch alles. Aber es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer heute. Es hat 1 cm gefehlt. Tja, aber auf die Größe kommt es nicht an. Heute ja. Okay, dann bin ich doch der Verlierer bisher, ja. Aber mal gucken. Aber jetzt hast du ja noch einen Barsch vorgelegt noch. Wird jetzt nicht so einfach, leider. So, es geht langsam voran. Dritte Fischart, 6 Punkte jetzt insgesamt. Olli hat jetzt auch einen Punkt, also steht jetzt momentan 6:1. Wir haben jetzt noch ungefähr 1,5 Stunden Zeit. Wir müssen aber ehrlich sein, es ist sehr, sehr schwer heute. Der Wind hat zum Glück jetzt ein bisschen nachgelassen. Wir geben jetzt nochmal alles. Meine Augen tränen total. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas allergisch bin. Keine Ahnung, hier fliegen andauernd Pollen rum und ach, schrecklich, sage ich euch. Aber ich setze mich jetzt wieder hin, hochkonzentriert. Und versuche jetzt vielleicht noch eine vierte Fischart zu fangen. Denn hier drin sind definitiv Karpfen. Und die wollen wir jetzt haben. Olli, ich habe mir überlegt, ich mache so lange, bis ich hier noch einen Karpfen habe. Na, denn viel Spaß. Ich packe jetzt zusammen. Ich habe keine Lust mehr. Hast mir die ganzen Fische weggefangen. Die ganzen Fische weggefangen. Ja, das war gut. Olli, du hast mir Karpfen versprochen. Versprechen kann man viel, aber ist egal. Ich packe jetzt einen. Ich habe keine Lust mehr. Alles klar, Olli. Dann höre ich jetzt auch auf. Ja, reicht ja auch aus. So, Leute, ihr habt es gehört. Wir packen jetzt ein. So, gucken wir uns nochmal meine Augen an hier. Aber ihr seht schon. Oh, Mann. Ich lasse mal die Brille doch lieber auf. Es hilft nichts. Das kommt nicht vom Wind. Klar kommt das vom Wind. Rote Augen kommen nicht vom Wind. Oh, schrecklich, sage ich euch. Aber egal. So, wir packen jetzt ein und dann gibt es nochmal ein Endfazit zum Schluss. So, Olli, ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich die Brille noch aufhabe. Nee, alles gut. Ja? Du hast ja rote Augen, hast du gesagt. Richtig, immer noch. Naja, was soll's. Ja, ein interessanter Angeltag, muss ich mal sagen. Also in Karpfen ist es leider nicht geworden. Ja. Eigentlich war es sehr mau, oder? War mau, absolut. Hm. Absolut, also ich bin nicht zufrieden, aber das kann man mit dem Angeln nicht immer beeinflussen, vor allem wenn man sagt, man dreht mal einen Film, steckt man nicht drinnen. Ne? Und wir haben trotzdem alles gegeben, glaube ich. Wir richtig. Haben alles probiert, ja. Alles versucht mit allen Tricks, aber. Und es gibt auch einen Gewinner. Ja, das erste Mal, seitdem wir angeln gehen, gibt es einen Gewinner, das ist der Chris. Unglaublich, ja. Unglaublich. Aber ich werde Revanche fordern. Das machen wir. Zu meinen Bedingungen. Okay. Nee, alles gut. Aber ja,
Wir haben nicht weit auseinander geangelt. Ich würde mal sagen 10 Meter ungefähr. Ne? Bei dir war relativ fest, nicht so viel Dreck. Und bei mir war komplett Laub. Ja, das war einfach der Untergrund. Ja, das war echt ein bisschen merkwürdig. Aber gut, ist halt wie das. Genau. Also im Endeffekt ist es... Also im Endeffekt sind es Rotaugen geworden, Rotfedern, ein Barsch ne, und dementsprechend 6-1 für mich. Aber wie gesagt, die Revanche kommt definitiv. Und der Hybrid. Den dürfen wir nicht vergessen, richtig. So, Olli, wann sehen wir uns das nächste Mal? Hoffentlich zeitnah. Ne, wir gucken. Dann planen wir uns das ein. Dann geht's weiter. Ja, und dann geht's weiter. Revanche. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angeln mit Motor Spreeangler. Bis dahin sagen wir Petri, ciao und macht's gut. Tschüss. Hauptsache, du hast hier die Nähmaschine wieder mit. Die Nähmaschine? Hm? Ja, na und? Duro Pro Aktiv. Geht die überhaupt? Ja. Klar. Sehr gut. Da hängt du einen Knopf an der Backe mit Pflaster, wenn du willst.